Hallo meine lieben Niffler und ein herzliches Willkommen hier zu einem weiteren Ranking-Video nach, glaube ich, über einem Jahr. Und ja Leute, wir ranken heute Harry Potter Shippings. Ich kann euch mit dieser wundervollen Tabelle zeigen, was meine Lieblings-Shippings sind, was meine Lieblings-Couples sind. Und ja, wenn euch das Ganze gefällt und ihr mehr solcher Ranking-Videos sehen wollt, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was eure Lieblings-Shipping von all denen hier sind. Und ich würde sagen, wir legen los. Als erstes haben wir nämlich Bill Weasley und Fleur Delacour, und ich finde die beiden echt süß. War auch eine wunderbare Hochzeit in den Büchern, wurde auch recht gut umgesetzt in den Filmen. Hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Ich würde sagen, zu Erwartung übertroffen. Ach so, ich habe euch ja noch gar nicht das Ranking-System gezeigt. Das Ganze ist nämlich aufgeteilt bei mir in den Hogwarts-Noten. Ganz unten das wirklich Schrecklichste, wo ich wirklich sage, oh nein, Hilfe, wäre Troll. Schrecklich wäre dann, ja, weiß ich jetzt dann nicht so. Mies wäre dann die nächste Stufe, aber halt etwas besser. Und zwar so, muss jetzt nicht, aber ich kann das mit einem Auge zugedrückt mal so stehen lassen. Annehmbar wäre, ja, ist doch ganz gut. Ja, ist in Ordnung. Erwartungen übertroffen wäre Note 2 im deutschen Schulsystem. Gibt es eigentlich Note 2 auch in Österreich und Schweiz, oder gibt es da so ein anderes Notensystem? Wenn es gerade irgendjemand war, schreibt es doch mal gerne in die Kommentare. Also Note 2 wäre Erwartungen übertroffen und ohnegleichen ist für mich das beste Couple ever und ich liebe die beiden. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal das nächste Shipping an. Da hätten wir, ich weiß gerade wirklich nicht, was es genau sein soll für ein Shipping. Ist es Cedric Diggory und Cho Chang? Ich denke ja, ne? Dann würde ich sagen, für die Leute, die jetzt schon seit Tag 1 dabei sind, die wissen, dass Cho Chang so ein kleiner Crush von mir ist und ich die eigentlich recht hübsch finde. Und ich bewerte das jetzt aber mal unabhängig davon, dass ich eifersüchtig bin auf Cedric Diggory, dass er Cho Chang da daten darf. Deswegen finde ich die beiden recht okay. Sie passen auf jeden Fall besser zu Cedric zusammen als zu Harry. Harry und Cho, nee, weiß ich jetzt wirklich nicht. Also die beiden passen überhaupt nicht zusammen. Ich packe das mal zu Note 3. Also zu annehmbar. Als nächstes hätten wir das wohl lustigste Fanshipping für Draco, und zwar Drapple. Draco und dieser Apfel. Da, ich denke, ihr alle kennt diese Szene und dieses Shipping. Ja. Ich weiß nicht, was ich davon anfangen soll. Es ist ganz witzig, aber es ist jetzt einfach kein Shipping, was man so ernst nehmen darf, ne? Ich packe das mal zu mies. Einfach aus dem Grund, weil das ist einfach irgendwie ein komischer Witz, den ich überhaupt nicht verstehe. Wir hätten jetzt Blaise Cibini und Draco Malfoy. Okay, ist es Drabini, glaube ich, das Shipping-Name, ne? Ja, ich sehe Draco auf jeden Fall auch in einer homosexuellen Beziehung. Deswegen packe ich das mal zu annehmbar. Also beide Slytherins haben ja, glaube ich, beide so die Meinung, so mit reinem Blut und Co. Würde ich jetzt mal sagen, ja, passt, könnt ihr euch gerne da gehen lassen in der Beziehung. Was mir schon weniger gefällt, ist Ginny. Und zwar Draco und Ginny Malfoy. Habe ich, glaube ich, auch zwei Fanfictions über die auf meinem Kanal. Findet ihr jetzt rechts oben auf dem i. Das passt für mich einfach nicht zusammen. Ginny hat jemand anderen irgendwie besser im Kopf. Ich finde da Ginny und Seamus schon besser. Passt einfach rein für mich nicht. Die haben irgendwie so einen unterschiedlichen Charakter. Die passen einfach nicht wirklich zusammen. Die haben einfach beide Vorstellungen von einem ganz, ganz anderen Lebensstil. Das passt für mich nicht zusammen. Ich packe das mal auf mies. Ist jetzt nicht das Schlimmste. Es gibt da weitaus Schlimmere. Aber nicht, aber die passen in meinen Augen einfach nicht so wirklich zusammen. Was haltet ihr von Drinny? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Dann haben wir hier Draco und, ich glaube, das ist Pansy Parkinson. Ich denke, diese Beziehung, die basiert eher so auf reinem Blut und Draco hat so einen coolen Charakter. Draco ist so ein Bad Boy und das findet irgendwie Pansy Parkinson an Draco so sehr. Aber das ist irgendwie auch nur so eine oberflächliche Freundschaft plus Sexbeziehung. Ist es annehmbar? Eigentlich nicht, oder? Es ist eher mies. Ja, ich denke, es ist eher mies. Ginny und Seamus. Ja, ich würde sagen, das ist eine Erwartung übertroffene Beziehung für mich. Aus dem Grund, weil das wirklich rein vom Herzen die Beziehung gegangen ist. Nachdem Ginny kapiert hat, ja, ich habe irgendwie bei Harry zumindest aktuell keine Chance.
Versuche ich doch mal mit dem anderen, schaue ich mal um. Ach, der sieht doch gar nicht mal so schlimm aus. Und dann lernt man sich kennen, so in den drei Besen, trinken Butterbier gemeinsam und labert ein bisschen und lernt sich so kennen. So ein bisschen flirten. Ich finde, diese Beziehung war eigentlich recht cool. Ich finde, die war eigentlich recht süß. Und ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn Ginny mit dem am Ende zusammengekommen wäre. Dann haben wir nochmal Ginny. Und zwar Ginny und Neville. Nee. Klar, Neville hat sich dann getraut, am Ende halt oder halt endlich mal ein Mädchen anzusprechen. Sehe ich Neville und Ginny einfach nicht zusammen, weil Neville zumindest zu dem Zeitpunkt der Beziehung noch so stark introvertiert war. Also, ich muss da wirklich sagen, Neville, du hast da einen viel besseren verdient, die charakterlich zu dir passt. Nicht, dass Ginny schlimm ist, sondern einfach rein charakterlich gesehen. Okay, Leute, jetzt sind wir an dem Punkt. Jerry. Das wohl beliebteste Shipping in der gesamten Geschichte von Harry Potter. Oder von allen Fans von Harry Potter, glaube ich, Jerry, das am meisten geschippte Shipping. Ja, was ist meine Meinung dazu? Ich habe auch mal ein Video rechts oben auf dem i. Jerry ist für mich aber nicht. Nein. Also ich lese euch sehr, sehr gerne Jerry Fanfictions vor, weil es recht gut ankommt. Und auch sehr oft gefragt ist, aber für mich kann aus Feind kein Freund bzw. dann sogar Liebe werden. Das geht für mich überhaupt nicht in den Kopf hinein. Das ist genauso, wie wenn jetzt Leute sagen, hey, ich komme jetzt wieder mit meinem Ex zusammen. Das ist für mich so auf dieselbe Ebene zu stellen. Harry und Ginny ist ein Shipping, was für mich annehmbar ist. Ist ein annehmbares Shipping. Die beiden sind eigentlich ganz süß zusammen. Die beiden mögen Quidditch. Die beiden zaubern recht gerne herum. Die beiden halten sich jetzt nicht so wirklich an Regeln, wobei das ja bei Ginny halt durch die Erziehung von den Brüdern halt auf sie rübergespiegelt kam, wegen Fred und George. Die haben sich auch nie an Regeln gehalten. Ich finde die beiden eigentlich recht süß zusammen. Ist jetzt nicht das beste Shipping für Harry und für Ginny, aber es ist ein recht annehmbares Shipping, wo ich so sage, ja, wege ich mal durch. Harry und Hermine. Das ist mein absolutes Lieblingsshipping. Ja. Ich liebe die beiden so, so sehr und es kommt für mich ganz nach oben auf ohnegleichen. Jetzt mal abgesehen von der Tanzszene, die jetzt halt nur im Film vorkam, ich liebe dieses Shipping so sehr, weil ich mir denken kann, dass die beiden mehr als nur Freundschaft empfinden und Hermine einfach eine super tolle Partnerin ist und Harry und für Harry immer da war. Und dass sie auch gerne so mal so sich halt so einklinken und halt mal so über das Gelände von Hogwarts laufen oder am Friedhof in Teil 7, wo Hermine so einen Blumenkranz herbeizaubert und sich dann so ein bisschen an Harry ankuschelt und ihn tröstet, finde ich, dass die beiden einfach ein unglaublich süßes Paar wären. Harry und Luna ist auch ein Shipping, was ich sehr weit oben sehe. Ich würde sagen, Erwartungen übertroffen. Ich finde einfach die Art von Luna unglaublich süß, wie hier so alles egal ist und wie sie so immer positiv denkt und Harry irgendwie auch immer so ein bisschen zum Lachen bringt, finde ich eigentlich echt süß und deswegen sehe ich die beiden, würde ich sie auch in einer Beziehung sehen, ja. Ron und Harry, nein. Beste Kumpels und die beefen sich ja auch immer regelmäßig, das klappt nicht. Genauso wie Snarry auch absolut Troll ist, das ist ein Altersunterschied, wo ich mir nur so denke, bei Merlins flatteriger Unterhose, nee. Ich weiß dort, ich habe meine FSK 18 Fanfiction vorgelesen, auf meinem Kanal, jetzt rechts oben auf dem i. Das habe ich gemacht, weil es sich halt gewünscht wurde, aber jetzt halt nicht, weil ich das Shipping feiere. Würde ich sagen, nee, Snape sollte jemanden in seinem Alter haben und Snape und Lily gehören einfach für mich einfach zusammen, ja. Hermione. Ja, da haben wir Draco und Hermine, was auch absolut mein Lieblingsshipping ist. Ich liebe unglaublich sehr Hermione, also ich habe ja auch ein paar Hermione Fanfiction schon vorgelesen. Ich weiß, Leute, ich widerspreche mich jetzt an der Stelle bezüglich Feinden, weil ich ja schon bei Draco gesagt habe, Feinde und Liebe, aber Draco und Hermine ist nochmal was anderes. Ich bin selber unschlüssig, wieso ich jetzt Hermione feiere, aber nicht Jerry. Ich liebe die beiden auf jeden Fall sehr. Auch wenn ich Draco jetzt nicht besonders als Charakter mag, finde ich, dass so dieses gegenseitige Aufziehen zwischen Hermine und Draco in den Fanfictions einfach sehr süß immer geschrieben wird und ich die beiden schon miteinander sehen würde bei einem gemeinsamen
Nachtdate auf dem Astronomieturm. Fred und Hermine. Ist annehmbar, ja. Ich denke, dass Fred Hermine besonders mit seinen Witzen und seiner Zauberkunst, weil der schafft es ja anscheinend sehr viele Sachen zu verzaubern, dass daraus ein Scherzartikel wird. Und ich denke, damit könnte er halt Hermine sehr zum Lachen bringen und vielleicht auch Hermines Herz gewinnen. Würde ich schon sagen, dass das ein annehmbares Pärchen wäre. Hermine und Lupin. Ist bei mir jetzt auch wieder so vom Altersunterschied sehr krass. Schrecklich. Nee, ich finde, dass die beiden nicht wirklich zusammenpassen. Ich finde, die passen jetzt nicht wirklich zusammen. Ich denke, Lupin und Tonks waren schon glücklicher zusammen, als Hermine und Lupin es je sein könnten. Ich würde es jetzt eher zu schrecklich packen. Ist jetzt, denke ich, nicht das, was da so romantische Gefühle hervorbringen kann. Wobei Hermine ja eigentlich auch eher eine Schülerin ist und Lehrer und Schüler. Ja. Ron und Hermine. Habe ich tatsächlich nicht kommen sehen, dass die beiden es noch schaffen, zusammenzukommen, als ich die Bücher gelesen habe. Aber hat am Ende dann doch meine Erwartungen übertroffen. Dass Ron so seine Emotionen hinten anstellen kann und so versuchen, auch Badass zu tun und Hermine dann doch für sich gewinnt, klappt besser, als ich es gedacht habe. Snape und Hermine, da hätten wir jetzt wieder so die Sache mit Lehrer und Schüler und das sehe ich wirklich nicht. Ich finde einfach, Lehrer und Schüler sollten halt einfach in dieser kollegischen Verbindung miteinander sein, ohne jetzt da große Liebesdramen draus zu entwickeln, wobei ja auch Snape für mich immer noch zu Lily gehört. Ja, Punkt. Lily und James, da hätten wir schon das Ganze. Nee. James ist für mich halt eher so eine Draufgängerperson und Lily ist halt nicht so die Draufgängerperson, sondern halt eher die Person, die halt sich eher so bedeckt hält und lieber so an die Regeln hält. Ich finde, das funktioniert nicht so ganz. Die haben sich jetzt nicht ohne Grund so gestritten und James hat sich jetzt auch nie wirklich so groß verändert. Und ich finde, Lily hat keinen Mobber wirklich verdient. Hermine und Krumm. Okay. Ich muss sagen, das Ganze mit einer vorjährigen Person und einer 14-jährigen Person sehe ich immer sehr, sehr kritisch. Weil ja Krumm zu dieser Zeitpunkt halt schon theoretisch schon fast einen Abschluss hat und 17 oder 18 Jahre alt ist und mit einer 14-jährigen Person ausgeht, sehe ich ziemlich kritisch, ob das dann nachher das gelaufen ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, ist sehr fragwürdig, weswegen ich die ganze mal zu Troll packe. Lucius Malfoy und Narcissa Malfoy. Ich bezweifle, dass er jemals so richtige Liebe war, sondern dass er halt um den Reinblutstatus zu erhalten war. Narcissa Malfoy hat ja auch diese reinblütigen Gedanken, habe ich auch letztens erst im Short aufgezählt und Lucius Malfoy bezweifle ich, ob der überhaupt richtige Liebe so empfinden kann. Ich denke jetzt nicht, dass er jetzt so krass ist wie Voldemort und halt überhaupt keine Liebe empfinden kann, sondern eher, dass es ihm halt mehr um den eigenen Status geht, als irgendwelche romantischen Gefühle zu hegen. Ich packe das Ganze mal zu mies, einfach aus dem Grund, dass ich die beiden eher weniger schippe, sondern eher als, das ist so meine Pflicht, weil ich bin ein Malfoy, sehe. Druna, Draco und Luna. Draco hat halt immer sehr gegen Luna geschossen und sie als verrückt bezeichnet. Luna hat, denke ich, auch eine genauso verrückte Person verdient, wie sie auch selber ist. Und Draco passt da wirklich nicht zusammen. Ich packe das mal zu schrecklich, das ist etwas, was für mich einfach rein vom Charakterlichen überhaupt nicht übereinstimmt. Luna und Ginny, das ist ja Lily. Und ja, das ist für mich ein ohnegleichen Date, beziehungsweise ein ohnegleichen Shipping. Luna ist halt besonders verspielt. Ginny würde ich jetzt auch als verspielt und liebevoll eintiteln. Und ich denke, die beiden könnten wunderschöne Kuscheldates haben und gemeinsam über die Geländereien von Hogwarts spazieren. Und Luna bringt ihr ein bisschen was über Tierwesen bei. Und am Ende kommt es dann zu einem wunderschönen romantischen Kurs, wenn es so eine Fanfiction gibt. Ich würde mich sowas von in diese Geschichte verlieben. Oliver Wood und Markus Flint. Nein,
Nein, nein, nein, nein, nein. Das Einzige, was sie verbindet, ist der Sport Quidditch. Aber das haben wir schon auch in den Büchern gelesen, dass die beiden sich immer gegenseitig umbringen wollen. Ob das mit einem Händeabdruck ist oder ineinander reinfliegen oder sowas. Das passt überhaupt nicht zusammen. Die beiden würden sich, wenn sie sich sehen, alleine schon mit einem Besen aufeinander einschlagen. Da ist für mich überhaupt keine romantischen oder Liebesgefühle. Nein, das ist für mich einfach toll. Arthur Weasley und Molly Weasley. Und das ist das, was wahre Liebe ist. Das ist das, was wahre Liebe ist und einfach wirklich wundervolle Eltern ausmacht. Muss ich dazu mehr sagen, das ist einfach so unglaublich süß. Die passen unglaublich gut zusammen mit ihrem Charakter und ich finde es unglaublich süß, wie Molly dann immer Arthur ja halt irgendwie zusammenstaucht, wenn er die Kinder nicht richtig fertig macht, weil die Kinder wieder irgendetwas Unsinniges getan haben. Finde ich unglaublich süß. Und am Ende ist dann wieder Molly Röllchen, Molly Schätzchen und Arthur, ich komme. Und dann rennt sie ihnen entgegen und freut sich, dass er wieder daheim ist und bringt ihn direkt eine Tasse Tee. Ist einfach unglaublich süß. Kommen wir zu meinem Lieblingsshipping für Luna und auch mein Lieblingsshipping für Neville. Und das ist Neville und Luna. Ja, Leute. Neville und Luna, ich hätte mir so gerne gewünscht, dass die zusammengekommen wären. Das ist einfach so unglaublich toll. Luna hat ihre Liebe bei diesen verrückten Tierwesen, die es nicht wirklich gibt. Und Neville hat seine Liebe bei Kräutern und Pflanzen. Ich denke, die hatten so wunderschöne romantische Stunden im Gewächshaus. Neville und sie gießen so ein bisschen die Blumen, schneiden so ein bisschen die Blumen, kümmern sich um das Pflegen und Hegen. Und Luna redet dabei so unglaublich süß über Schnarchkakter, die rumschwirren. Und Neville hört ihr zu und lernt dann irgendetwas über imaginäre Tierwesen. Das wäre so unglaublich süß gewesen. Und ich kann mich nur wiederholen, das ist mein absolutes Lieblingsshipping. Hermine und Pansy Parkinson und nein, das ist schrecklich. Die hatten ja in Teil 2 so ihr Treffen beim Duellierclub. Und da sind sie ja nur übereinander hergefallen, haben sich gegenseitig die Haare ausgerissen und gebissen und gezwickt und gekratzt und. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Besonders war ja auch Pansy Parkinson ja auch so, die Vorliebe hat für reines Blut und da sehe ich sie mit Hermine eher weniger. Wen ich viel eher sehe, ist Remus Lupin und Nymphadora Tonks und das ist für mich ein wundervolles Shipping. Die haben auch ein wundervolles Kind namens Teddy bekommen. Finde ich unglaublich süß, die beiden zusammen. Ja, ist nichts dabei hinzuzufügen. Würde ich auf jeden Fall sagen, dass es man so lassen kann. Ron und Lavender Brown. Na. Na, ist so mies. Ist so mies. Das ist für mich keine wirkliche Beziehung gewesen. Das ist so eine, natürlich einerseits Hermine eifersüchtig machen Beziehung und endlich mal einen Kuss bekommen, endlich mal rummachen zu dürfen, endlich mal was auch immer dann noch mehr lief, zu bekommen. Ja, das war einfach für mich einfach so eine Art Freundschaft plus und man bildet sich zu einem, man wäre zusammen, aber man redet halt nicht, sondern macht halt nur gemeinsam rum. Das ist jetzt für mich keine wirkliche Beziehung gewesen. James und Sirius, kann das sein? Ich weiß nicht genau, was es sonst sein soll. Wenn es James und Sirius ist, dann würde ich das Ganze zu, na, so zwischen mies und annehmbar packen. Aber wenn das Ganze Dean und Seamus sein sollen, die da geschippt werden, würde ich das auch zu annehmbar packen. Ich denke, die beiden sind auch nicht ganz witzig. Aber ob jetzt viel wirklich läuft, weiß ich nicht. Ich denke, das ist eher so eine, ja, dass man so ein bisschen flirtet unter besten Freunden. Und da wäre ja dann nichts mehr. Remus und Sirius. Okay. Auch annehmbar. Ist dann nicht eine ganz interessante Shipping. Ich weiß nicht, wie gut das miteinander funktionieren würde, weil da natürlich mehr dahinter steckt als dann nur Liebe. Weil der auch das reine Vertrauen zueinander und eine jahrelange Freundschaft. Und die Frage bei einer jahrelangen Freundschaft ist halt wirklich die Frage, ob man dann in eine Beziehung gehen sollte, weil natürlich dann halt alles zerbrechen kann und man dann nicht mehr Freunde sein kann, wenn man sich irgendwie zerstritten hat oder das dann irgendwie zu unangenehm und peinlich ist, miteinander weiter zu reden, weil man halt mehr hat als eine Freundschaft. Ja, ich packe das mal zu annehmbar. Wäre auf jeden Fall ganz interessant, das mal zu lesen, wenn ich eine Sirius Black X Remus Lupin Fanfiction mal finde.
dann werde ich sie vielleicht euch auch mal vertonen. Snape und Lily ganz ohne Top. Oh Mann, ich hätte so gerne Snape und Lily zusammen gesehen. Mann, Snape tut mir da halt unglaublich leid, dass er sie halt verloren hat, besonders an seinem Feind und dann noch im Tode. Und dann kommt er rein und sieht sie am Boden liegen. Eine wirklich so traurige Szene, wo es mir wirklich jedes Mal kalt über den Rücken läuft und ich ein, zwei Tränen wegstreichen muss bei der Szene, wenn ich das sehe und alleine nur die Musik dabei höre. Ja, ich hätte die beiden wirklich sehr, sehr gerne gesehen. Lucius Malfoy und Snape. Severus Snape. Mies. Sehe ich nicht wirklich. Sehe ich höchstens als Arbeits-Todesser-Kollegen, aber nicht in einer Beziehung. Wobei Snape halt Halbblut ist und Lucius Malfoy halt reines Blut ist, weiß ich auch nicht so, ob er überhaupt mit ihn verkehren würde, weil der ja nicht seinen Erwartungen entspricht. Snape und Remus Lupin sehe ich eher im Bereich schrecklich, weil die beiden ja sich nicht wirklich mochten, Feinde waren. Ich bezweifle, dass Snape jemals mit ihm großartig reden würde, wenn es nicht nur im Orden ist. Nee, das sehe ich eher weniger in einem Shipping. Voldemort und Bellatrix. Ich finde es tatsächlich eher lustig. Ich finde es eher lustig, dass halt Bellatrix, die halt unglaublich sehr auf Voldemort crusht, da er das mit halt irgendwas von Voldemort will, weil da Voldemort ja ihre Wünsche ausführt für ein reines Land mit reinem Blut und die Muggel unterdrücken, hat sie halt irgendetwas an ihm gefunden. Ich denke eher weniger, dass die beiden gut zueinander passen und dass Voldemort viel mit ihr zu tun haben will. Eher nur um die Wünsche und dem reinen Blut nachzukommen, hätte er etwas mit ihr, aber er kann eigentlich nicht wirklich Liebe empfinden. Deswegen packe ich ihn mal zu Erwartungen übertroffen, weil ich das Ganze eher witzig finde. Die Vorstellung, wie Voldemort und Bellatrix etwas haben. Ja Leute, so sehe ich diese Shippings. Wie seht ihr denn die Shippings? Schreibt doch gerne mal eure Lieblingsshippings in die Kommentare. Und was hättet ihr anders gemacht? Welche Shipping habt ihr auf ohnegleichen, was ich auf Troll gelegt habe? Ja, schreibt es gerne in die Kommentare und wir hören uns dann nächste Woche wieder oder halt morgen zu einem Short. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf bösen Todesangreifern auf. Ciao.